So, meine lieben Zuschauer, damit seid ihr zurück zu Mario Party 3. Oh yeah! Die vorletzte Map kommt heute dran, ja, tatsächlich die vorletzte Map. Ich denke, weil dann, hey, wenn ich alle Maps halt doppelt gezockt habe, kann ich Luigi's Map halt auch mitnehmen. Einer hat schon geschrieben, ja, würde es gern sehen. Ob das wirklich noch ein Together-Duell wird, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Das wäre extrem nochmal ein großer Zeitverlust und würde mir die schöne Paarzahl von 64 so ein bisschen zerstören. So, zurück, ja, gut, habe ich gemerkt, ich drücke schon wieder diesen falschen Knopf. Ach ja, lange her, wo ich alleine Mario Party 3 gezockt habe. So, nein! Ich wollte schon wieder ja drücken. Gut, egal. Ich würde sagen, voting-technisch meine ich hier die letzte Map einfach grundsätzlich die Wüsten-Map. Ich denke mal, bei Luigi's mache ich dann zum Schluss, die war letzte Mal bei den Story-Theoretisch auch die letzte Map, nicht wahr? Also würde ich sagen, wen nehmen wir heute mal? Soll ich mal heute mal einen komischen nehmen in der Wüste? Ich nehme mal Yoshi. Sonst bin ich ja hier nicht immer Mario, aber heute bin ich einfach mal Yoshi. Muss man das nur merken? Ich spiele ja gerne Yoshi. Quichu, weil Quichu cool ist, ne? So, alle gleich bitte und wir zocken halt noch normal. Hier bitte ein Handicap? Nö. Auswahl des Spielbretts. Na, wo haben wir sie? Da ist sie da, die Dornendürrwüste. Treibsand und Sonnenbrand. Gut, Runden haben wir hier 20, ne? Dingen, ihr wisst schon. Ne, für 4 Parts, genau. Immer 5 Runden, Standard bin ich viel. Yo, yep. Bonies, ich bitte darum. Und dann sind die Einstellungen auch schon gedillet und wir können direkt loslegen. Swoosh, 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 swoosh. Richtig pornorös. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ganz oft, also natürlich mehrere, nicht jeder einzelnen hier 10 Kommentare schreiben, einfach mal hören von euch, ob ihr wirklich noch ein Together-Duell möchtet, weil, ich weiß nicht, ob das der Asuka so liegen würde und es würde nochmal so viel Zeit in Anspruch nehmen, weil ich glaube nicht, dass wir das in einer Aufnahmesession machen und dann darf ich wieder Monate warten, bis mal wieder mal Aufnahmezeit ist, ne? Jo, ihr seid nun alle hier, willkommen in der Dornendürrwüste, Mann, Yoshi, ich hab ja lange nicht gesehen. Der Weg zum Superheld in dieser sengenden Hitze ist schweißtreibend. Haha, was für ein Wortwitz. So, Startreihenfolge, wir kennen das Spielchen. Flap, ich bin Erster, ist doch voll cool. Der Luigi hinter mir, der ist schwul. Und Mario ist hier leider nur der Dritte. Er hat auch außerdem die größten... Nee. Wario toppt ihn doch um Längen. Männertüten. Ja, kann ja schon Dinge aus. Aber ich zeig euch, wo der erste Stern ist. So, ich muss mein Headset richten. Entschuldigung. Aber mich piekst gerade was am Kopf. Das ist nicht so cool. Na, er ist da drüben, Mann. Und, ach, oh Gott, hier gibt's ja Doppelsterne. Gnarf. Einer ist da Trappe. Hör, pass auf. Erstmal im Leck cheatet er sich richtig rein. Ich dachte schon, Mario, Mann, ich bin jetzt dritter dran. Aber nein, ich bin der erste Mensch. Ich muss mir das merken. Oh, ich lauf gleich auf ein rotes Feld. Was für ein Scheiß. So. Na, die laufen natürlich gleich besonders wohin. Kaufen sie bestimmt gleich Zauberlampen hier noch und nöcher oder was? Ey, kein Bock im Ciao. Ach ja, geil. Luigi, du weißt schon, dass es aber nicht lang geht, ne? Gut, er wollte da unbedingt lang. Er wollte unbedingt in eine Sackgasse laufen. So, ich muss mir nicht merken, ich darf nicht bei Mario A drücken. Und ich muss jetzt auch kein Item kaufen. Ich bin nicht Mario heute, aber ich bin heute Quichu! Quichu! Ah, dafür müsste man gleich wieder Yoshi's Island, aber ist ja nur schon auch eine ganze Weile vorbei, das LP. So, der macht eine 5. Haben wir uns eigentlich alle ungefähr gleich gehalten. Bis auf Luigi, der musste besonders wohl laufen und ist dann in eine Sackgasse. Badabam, bam, badam. Und wir kriegen... Och nö. Ah, wartet mal, ich bin rot. Das heißt, ich kann sie snacken und mir ein bisschen Sushi rollen. Cool. Wie war das nochmal? Links, rechts zielen, runter Distanz justieren, Wurf der Zauberhand. Cool. Ich glaube, ja, Zauber nach dem Wurf nur etwas bewegen. Die müssen einfach sich nur verpieseln. Ja, mal gucken, beim letzten Mal habe ich ziemlich gefailt. Wie war das aber mit der Weite justieren? Genau so ging das irgendwie. Gesnackt! Hehe. Gesnackt!
Scheiße, Mann, ich krieg dich schon noch. Und schon grabbel ich mir den Mario Fisch. Dum dum. Yoshi hat gewonnen. Ach ja, ist ja herrlich. Ich hab gleich instant Münzen gewonnen. Tja, Leute, ihr wollt mit mich ja voll netzen, weil ihr alle Erster wart und nicht Letzter, aber jetzt bin ich Erster und sag hier, was euch motherfucking Typis so vorsteht, weil ich habe jetzt genug Geld, um mir mal ordentlich was zu kaufen. Wie muss ich nochmal laufen eigentlich für einen Stern? Hier ging's da irgendwie... Ach nee, das ist ja... Oh Gott, das ist die Treibsandscheiße. Ich glaube, wenn ich in den Treibsand komme, komme ich aus dem Treibsand raus. War das nicht so? Ich weiß es nicht. Oder bringt er denn zum Start zurück? Ich weiß es echt nicht mehr. Ist alles schon ziemlich lange her. Könnt ihr euch einfach sagen, ich laufe mal erstmal hinlang und gucken, ob der Stern echt ist. Ist eine gute Idee. Bam, 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 bam. Down, down, down. Ich hätte schon eine Zauberlampe kaufen, darf's aber leider nicht. Quietschü! Geil, Mann! It's porno-like. So. So, Leute, dann zeigt mal, was ihr so könnt. Darf Luigi eigentlich jetzt nochmal nach oben laufen? Nee, er dreht tatsächlich so wieder um. Von der letzten Runde noch übrig. Das staunt mich ein bisschen, weil eigentlich zeigt der Pfeil ja nach wie vor nach oben, nicht wahr? So, wenn er jetzt ohne drei Münzen kriegt, wie der letzte. Ist ja egal, ist halt noch am Anfang hier. Oh, ich dachte, er nimmt sich ein Glücksfeld, aber er nimmt sich ein geldgeiles Feld. Cool. MPHQ. Buschbong. Oh nein, nicht das Buschbong, ne? Hier A, B, Z drücken, hoch, links, rechts, Disco-Fieber. Ja, Trommel. Muss man ganz dringend merken, wo A und B bei mir ist. A, B, A, B, A, B, A ist der... Warte mal, A ist der A-Knopf hier bei mir. Ja, A, B. Steht sogar drauf. Cool. ZBA, ZBAB, ZBAB, dab, 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 down, down, ist doch cool. Z. Gläfer, kack. Quietschü, scheiße, heiß. Ach so, das bin ich ja. Ich hab schon auf Mario geguckt, Alter. Oh, und wie doof. Kacke, Mann. Ich wundere mich schon, die Prinzessin, die kacken noch nicht so früh ab. Was mach ich denn da? Mann. Der war doch schon mal echt gefailt. Z, B, A, B, A, Z. Ich hab sogar vorausgesagt, was Mario macht. Oh mein Gott. Ich bin eindeutig nicht Yoshi. Ist egal. B, A, B, Z, B. Nee, schade. Gut, Luigi kann ich schon mal nicht voraussehen. Und der Fette ist jetzt dran. B, A, B, A, B. Scheiße, Mann. Ja, du Fettes, ich sag's ja. Jetzt ist der Mario dran. Okay, jetzt kann ich bloß noch zugucken hier. B, Z, Scheiße. Wow, wow, wow. Lucha hat gewonnen. Du bist ein alter Schwanz. Eine Schwanznudel bist du. Man muss es ja kinderfreundlich machen irgendwie. Down, bam, bam, jetzt hab ich verkackt. Ich hatte mir auf den gewinnen das Minispiel, um dann zum Stern laufen zu können. Vielleicht schon genug Geld offen zu haben. Ja, das hat dann nur ein bisschen gefailt, weil jetzt mit dem Pilz loslaufen bringt dann überhaupt nichts, ne? Aber nächste Runde wird es schon mehr Sinn machen. Also, einmal. Na, ach, das sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Ich darf jetzt einmal nach links gehen und den Fetten überholen. Geile Scheiße, sag ich euch, das ist krass. Luigi kommt überhaupt nicht vorwärts, das ist sehr gut, der hat nämlich das meiste Geld hier. Und darf demzufolge nicht sehr weit an den Stern hinein, heran, ja, ist schon. Oh mein Gott, Mario geht freiwillig auf Bowser, was ist denn das für ein Motherfucker, ich bin definitiv nicht Mario. Ich hab gehofft, dich zu treffen, Mario, Krause im Roulette, Scheiße, viel zu schnell. Bowsers Fluch, oh mein Gott. That means, ich werde euch alle mit einem grauenhaften Fluch belegen. F-L-U-C-H. Kannst du buchstabieren, Bowser? So viel hätte gar nicht von dir erwartet. Lass es auf allen Spielern. Ich hab einen Pilz, der juckt mir also ganz wenig. Heißt, ich kann ja einfach mal cheaten und den Pilz, den Fluch sagen. Ja, Fluch gibt's nicht für mich. Ich hab keinen Fluch. Was wollt ihr denn von mir, ihr Spinner? Ich dürfen wohl die alle bis eins. Oh Gott, Battle Game. Er geht natürlich nicht zum Battle Game. Warum sollte man auch? Denn alle wollen zum Stern.
denn den haben sie ganz gern. Jetzt muss ich das 1-3er-Game gewinnen. Und dann kann ich... Oh, Lampenfieber, was war das nochmal? Lampenfieber, ich weiß es nicht. Was ist Lampenfieber? Ach du Scheiße, wir müssen Mario checken. Ich bin, glaube ich, dass ich erstmal am Licht stehe. Mario bewegen, tauchen. Also einfach nur Joystick lenken und Scheinwerfer kreuz hinterher schmeißen. Und hoffen, Typi rennt rein. Hey, ich hab was sehr Rotes. Rot bedeutet Gefahr, Mann. Gecheckt. Scheiße. I'm the best. Quietschü. Das soll wohl das selber heißen, das ist die Übersetzung davon. Oh, Mario hängt da unten so und kriegt da aufs Maul. Bam, badam. So, jetzt reicht meine Kohle schon. Ah, ich muss mich mal schön da hinsetzen hier. Ah, so ist bequemer. Und ich krieg gleich einen Stern. Den hab ich echt so gern. Bam, bam. Ich hab keinen Bock auf diesen Würfel. Ich will doch vorwärts. Ich muss über die 6 schaffen, Freunde, deswegen. Was? Ach so, der Pilz hat Wirkung des Fluches abgewehrt. Ich dachte, der Fluch hat die Wirkung des Pilzes abgewehrt. Na, das wäre nicht so cool geworden. Deswegen, Flap. Oh, ich brauche über eine 6, bitte. Och, ich wollte schon sagen. Wäre ich da ins Nicke gesprungen, wenn ich jetzt keine 6 gekriegt hätte mit dem Pilz, hallo? Down, 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 ich will den Stern. Und? Hey, Mann, Yoshi, cool, kein Fake-Stern. Warum geht jetzt ätzenderweise mein Husten los? Das ist nicht so Porno. Das ist gar nicht Porno, sag ich euch. Gut. Yeah! Ja, da oben und? Wo ist der nächste? Und hier drüben, Mann. Oh, nee, ne? Nee. Ich wollte schon sagen. Oh, darf ich da umdrehen an der Stelle? Der Fetti, vor allem ist bei vorbeigelaufen, darf sich den Stern jetzt nicht krallen. Ja, ich hoffe einfach, ist oben, ne? Merk, oh, geil! Glücksfelder-Action! Natürlich kriegt ein Item in die Game wieder mal keine Frage und ihr kriegt Glücksraten. Na toll, da kann man wirklich bloß Glück raten. Haha, versteht er? Glücksraten. Ja. Cool, eine Geisterglocke. Oh, Umkehrpilz. Very interesting. Very, very interesting. Ich glaube, die Geisterglocke würde mir mehr zu sagen. Ach, da, wenn ich da auf den Schalter drückst. Hat. Halt. Dreh das Roulette, bla bla, Item. Achte besonders auf die Lichter am Roulette, bevor du den Schalter drückst. Die Lichter am Rand? Das heißt, da wo das Licht ist, da muss ich A drücken, oder wie, wenn ich das haben will. Da probiere ich jetzt mal aus. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Oh, ich hab beim Umkehrpilz gedrückt. Das war fail. Ich hab grad verkackt. Ich hab da beim Pilz gedrückt, eindeutig. Quietschü? Ich weiß nicht, ob ich der Dude finden soll. Quietschü? Aber Fakt ist irgendwie, ja, cool. Warum nicht? Da kann man mal machen. Ich hätte lieber ein Glücksfeld gehabt, ja. So wie die ganzen anderen. Die alle mal Fragen kriegen und die dann voll zu schnell beantworten, sodass man es sich vorlesen kann. Das ist voll bekackt. Der Fluch bewirkt nur, dass du 1 bis 3 würfeln kannst. Und der Nerd macht eine 3. Und du darfst außerdem umdrehen, um deine eigenen Fauxpas auszugleichen. Ach, bist du blöd, ey. So, Bowser. Ach Gott, Bowser. Mario hat ebenfalls nicht mehr die Chance, da nach rechts zu dackeln. Geht es schlecht für ihn. Ich will blau sein. Oh yeah, und wir kriegen... Schaukel. Oh, das ist das mit dem Hottie, mit dem Pferdepony. Och, doof. Oh, das Spiel ist so ein bisschen glücksbehaftet durch die Möhre. Aber Pferde stehen halt auf geile Möhren. Steig auf dein Hottehü. Hottie. Und komm in die Hufe. Was denn das Wort ist, die Karotten mitten auf der Rennbahn helfen dabei. A, B, wiederholt, abwechselnd reiten. Treibst du dein Hottehü zu Hottehü? Da steht echt ein Hottehü, Alter. So sehr ein Bock ist. Geil wäre langsam, wenn die Karottenanzeige sinkt. Und wenn sie stinkt, sollte man auch aufhören, weil dann sind die Karotten schlecht. Oh, ich hab die Außenbahn, jetzt ist es nur schlecht. Lobe jedenfalls mal. Zeit in die Knöpfe zu drücken, um ein bisschen vorwärts zu rücken. Ich will dem Ziel näher kommen.
Sonst verkacke ich doch instant. Nein, ich will eine Möhre hätte ich gern. Möhrenmodus, Möhrenmodus, jetzt geb ich Megaspeed. Badabum. Luigi ist auf der Innenbahn und hat deswegen leider verkackt. Oh mein Gott, meine Gegner holen. Oh mein Gott, ich hab grad eiskalt verkackt. Ja, yeah, Luigi, hol dich ein. Das muss doch sein, nein, schneller, nein, fuck. Oh, warum bin ich abgesoffen? Dann hätte ich es vielleicht geschafft. Aber dann hätte ich vielleicht auch keine Möhre gekriegt, ich weiß es nicht. Ich hab zu schnell gerückt und ich hab die Möhren geachtet. Selbst schuld, haben wir einen eigenen Stern, muss ich mitleben. Aber Luigi hat jetzt schon 52 Münzen, finde ich nicht cool. Deswegen hätte ich gerne Geisterglocke gehabt. Na gut, was soll's. Toll, jetzt habe ich auch noch an der Bank vorbeilaufen und nochmal voll aufs Fressbrett kriegen. Dann bin ich schon mal im Stern und... Oh, scheiße. Kacke, Mann. Was soll denn dieser dumme Piss? Ich hab das nicht vermisst. So, nach der Runde hier vor dem Minispiel geht's dann wieder... Vor heute erstmal vorbei mit dem Part von My Party 3. Oh yeah. So, jetzt fängt er an zu rennen. Er hat ja jetzt auch mehr... Er läuft im Kreis. Cool, Luigi. Sehr weise Entscheidung, wenn er so weitermacht, dann... Wird er mit seinem Geld irgendwie nie bei einer Bank, nie beim Stern und auch nie bei einer Frau landen. Haha. Aber ein bisschen unfair, ich weiß. So, Fatty muss eigentlich so, Mann, ich will zum Stern. Er muss leider gerade auslaufen. Fatty kann halt immer nur gerade ausdenken. So. Down, down. Oder mache ich das Minispiel noch und mache dann am Anfang des nächsten Parts Schluss? Ich weiß es nicht. Toads Tanztheater. Ich glaube, damit will ich den nächsten Part nicht anfangen. Deswegen mache ich das jetzt noch Auswahl. Wieder rufen. Cool. Merke dir, wer wann aufgetreten ist. Alle immer in jeder Runde. Aber halt immer unterschiedliche Reihenfolge. Bam, bam, Gumba, Koopa, Buhu. Gumba, Koopa, Buhu. Oder nee, Buhu, Koopa, Gumba. Weißgelb, braun. Weißgelb, braun. Ist, glaube ich, leichter zu merken, sich. Weißgelb, braun. Klingt irgendwie nach verschiedenen Sorten von Scheiße. Ja, der ist von rechts. Weiß, gelb, braun. Welche Form der Scheiße war es also? So, ich glaube... Den, der... die haben gleich verkackt, die Spacken, also die Dummen. Ja, dance mal ein bisschen, dann werdet ihr eure Speckschwarte los. Ist doch cool. Ist doch alles total Gangster. Weiß, gelb, braun, gelb, weiß. Weiß, gelb, braun, gelb, weiß. Weiß, gelb, braun, weiß, gelb, braun. So, erste Person von rechts. Weiß, gelb, braun. Weiß, gelb, weiß. Heißt. Schwing. Und Luigi rät ebenfalls Buhu, genauso wie ich. Und natürlich haben wir recht. Heißt für uns, die letzte Runde entscheidet. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Oh mein Gott, braun, weiß, weiß, gelb, gelb, braun. Oh, das ist aber leicht zu merken. Braun, gelb, gelb, weiß, weiß, braun. Also braun ist immer an den Seiten. Und dann braun, gelb, gelb, weiß, weiß. Braun, gelb, gelb, weiß, weiß. Zweite Person von links. Das war... Welche Person war es wohl? Es war... Ich will es Luigi nicht verraten. Aber es ist... Koopa. Er hat auch recht. Mann, warum? Wieso bist du so gut? Ja, das ist nicht die Macht von Asuka, Leute, das sag ich euch. Der war auch ziemlich fies. I'm the best, du bist gar nicht der Beste. Ich hab woher wollen, Mann. Checkst du bloß gar nicht. In deiner Pimmellutscherwelt. Na, 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 vergiss das. Das hab ich niemals gesagt und so. Zum Glück guckt sich Asuka nur die Together-Parts an. So, jetzt erstmal nix hier mit Würfeln, Freunde. Wir sehen uns wieder in dem nächsten Part zum Spiny Desert, zu der Wüstenkacke hier und versuchen weiter unseren Vorsprung auszubauen, hoffentlich unseren Vorbau auszuspringen. Das klingt creepy. Ja, bis dann wieder mal. Macht's gut, haut rein, Tschüssikowski und ciao.